Jaja, was ist denn los, Herr Leute? Hier ist wieder der Benny und da haben wir von den Two Epic Buddies zum neuen Video von uns. Und heute gibt es eine neue Folge Mythen in Black Ops 3. Wir haben heute wieder 5 coole Mythen dabei. Und ja, ich wollte noch mal kurz sagen, wenn ihr irgendwelche coolen Mythen für uns habt, könnt ihr sie natürlich in die Kommentare schreiben. Wir werden das Ganze testen und versuchen rauszufinden, ob es wahr ist oder falsch. Und ich würde sagen, wir legen los mit der heutigen Folge. Ja, und zwar der erste Mythos ist gleich, ob man die Gravity Spikes, also die Fischstäbchen, mit einer Hitzewelle überleben kann, indem man einfach, während er die Gravity Spikes einsetzt, die Hitzewelle einsetzt und ob das dann die Gravity Spikes halt abbricht. Und das Problem ist, tut's leider nicht. Er fährt trotzdem auf den Boden, setzt seine Gravity Spikes gemütlich ein, obwohl er in der Luft irgendwie so gelähmtartig ist von der Hitzewelle halt, aber es hält ihn nicht auf und er setzt sie trotzdem ein und ja, deswegen bringt nichts. Ich würde sagen, wir kommen zum zweiten Mythos. Genau, beim zweiten Mythos geht es darum, ob man Granaten mit der Hitzewelle abwehren kann, damit man die dann überlebt. Und ja, wir haben es getestet. Ich habe eine Granate geworfen, die im Flug dann einfach zerstört wurde, indem Haubner die Hitzewelle eingesetzt hat. Und das ist im Prinzip ähnlich wie ein Trophy-System. Einfach, wenn ja, die Granate die Hitzewelle erreicht, geht die einfach down, explodiert und man bekommt keinen Schaden und wird nicht getötet. Also auf jeden Fall ein cooles Feature. Ja, dann kommen wir zum dritten Mythos und da war ich echt gespannt, hat er in die Kommentare geschrieben, ob man den Reiniger überleben kann, wenn man angehittet wird und dann die Hitzewelle einsetzt, weil man ja im Grunde dann selber Hitze ausgibt und ob das dann vielleicht die Flammen erstickt oder irgendwie so. Leider hat es nicht funktioniert, man ist ganz normal abgefackelt, aber es wäre ein geiles Feature gewesen, wenn man sich dann selber so mit Flamme erstickt Flamme machen kann oder irgendwie sowas oder Hitze erstickt Flamme. Wäre geil gewesen, ist aber leider nicht so und ja, auf jeden Fall danke fürs Schreiben in die Kommentare von dem und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum vierten. Genau, beim vierten Mythos geht es darum, dass man mit Hilfe der Kinetikrüstung der Kampfaxt und Tomahawk überleben kann. Wir haben es getestet, ich habe mich in ja, diese Badeente reingesetzt, habe einen Tomahawk auf Haubner geworfen, während er die Kinetikrüstung aktiviert hat, aber er ist einfach down gegangen. Also ja, die Kinetikrüstung hilft oder rettet einen quasi nur vor Kugeln, aber vom Tomahawk nicht und man geht trotzdem down. Also, sie rettet einen auch vom Blitzschlag, also von dem Stromschlag da. Also das zählt ja, auch. Stimmt, aber nicht nur vor Kugeln. Nicht auf jeden Fall vom Tomahawk. Ja, dann würde ich sagen, zum letzten kommen wir jetzt. Da haben wir, kann man eine Hitzewelle, also kann man mit der Hitzewelle den Schwarm töten, den man dann einfach um sich hat von Nomad. Und das war eigentlich was wir schon wussten, aber wir haben gedacht, ja, machen wir mal. Man kann den ganz normal töten mit der Hitzewelle. Wir hatten es damals, mit was hatten wir das probiert? Ich glaube, das war in der ersten Folge. Wenn Zeit geht. Mit dem Zeitsprung hatten wir es da probiert, da hat es auch funktioniert. Und es funktioniert anscheinend auch noch mit dem Overdrive, dass man einfach davon rennt. Man kann es anscheinend auch irgendwie machen, dass man ganz normal wegrennt, wenn man schnell genug ist. Aber ja, da muss man schon einen Skill auspacken oder irgendwie so, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man dem Schwamm mit mehreren Sachen ausweichen und unter anderem auch mit der Hitzewelle. Und ja, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall mit den 5 Mythen für heute. Benny, hast du noch was? Spritz auf jeden Fall den Like-Button ab und schreibt uns Mythen in die Kommentare. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Bis dahin, ciao. Ciao.